Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu diesem für mich sehr besonderen Video. Ich werde nämlich heute mit euch meinen Jahresrückblick quasi starten. Ich habe mir schon ein paar Mal überlegt, dieses Video zu machen, weil ich mir gedacht habe, ja, wenn ich so in 2, 3 Jahren mir das Video nochmal angucke, dann fühle ich mich zurückversetzt in das Jahr 2021, in mein Leben im Jahr 2021. Und das bestand halt nicht nur aus Büchern und dem Bloggen und dem YouTuber-Dasein, sondern eben auch aus meinem Mama-Dasein, aus mir einfach, aus meinem persönlichen Treiben. Ja. Auf jeden Fall möchte ich das mit euch teilen. Also es wird jetzt sich nicht nur auf die Bücher beziehen, sondern es wird auch ein sehr privates Video, so viel wie ich eben im World Wide Web zulassen möchte. Und ich würde sagen, wir fangen einfach am Anfang des Jahres an, im Januar. Ja, im Januar saß ich mit meiner Tochter im Lockdown, zu zweit zu Hause. Der ging ja, glaube ich, im November 2020 schon los. Und da wir ja alleine sind, Marla und ich, saßen wir quasi 24/7 in der Elternzeit im Lockdown zu Hause und haben versucht, dem bösen Zeh aus dem Weg zu gehen. So kann man das, glaube ich, zusammenfassen. Ja, so einmal die Woche sind wir halt noch zu meiner Mama gefahren, weil ich dachte, das Kind kann nicht komplett ohne soziale Kontakte aufwachsen. Und ja, einmal die Woche bin ich dann auch einkaufen gefahren, sprich, ich bin mit Marla zu meiner Mutter gefahren und habe sie dann dort gelassen und bin dann in der Zeit einkaufen, sodass ich quasi nur einmal in der Woche das Haus so verlassen musste, dass ich unter Menschen war. Ich habe einen Hund, natürlich waren wir auch öfter spazieren, aber ich muss auch sagen, wir haben uns Strecken ausgesucht, die eben nicht so diese typischen Fußgänger-Spaziergänger-Strecken sind. Und ich muss auch sagen, das war eine anstrengende Zeit, weil du einfach 24/7 nur zu Hause sitzt und in der Zeit sind dann natürlich auch Videocalls aus dem Boden geschossen wie Pilze. Jeden Abend um 19 Uhr habe ich zum Beispiel mit meinen Con-Mädels einen Videocall und das haben wir eigentlich von Anfang Corona bis heute so durchgezogen. Ja, das ist echt schön. Also wir haben früher nie so oft telefoniert wie zu dieser Zeit. Um jetzt aber nochmal auf die Bücher zu switchen, Anfang des Jahres hatte ich die Ehre, für einen kleinen Verlag hier im Saarland Buchblogger zu sein. Das ist der Hybrid Verlag und die haben mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, Teil ihres Teams zu sein. Und ich meine, ich bin Saarländer. Es ist ein saarländischer Verlag. Wie kann man da Nein sagen? Es ist ein wirklich ganz kleiner Verlag, aber mit super, super tollen Mitarbeitern. Liebe Grüße an Dorit, falls du das siehst. Ja, und lustigerweise habe ich das erste Buch von dort aus dem Verlag bekommen von der lieben Zara. Zara kennt, ich weiß nicht, ob ihr es bei Instagram vielleicht gesehen habt, sie hat die Spiel der Mächte-Reihe geschrieben und ich habe mich so mit der Zara unterhalten und dachte dann so, Moment mal, da gibt es irgendwelche Parallelen. Wir haben uns dann hin und her geschrieben und irgendwann kam dann raus, dass wir uns von früher kennen. Sie war dann eine Zeit lang nicht mehr im Saarland, aber sie gehörte zu einem Freundeskreis, in dem ich auch ab und zu zugange war. Aber ich konnte mich einfach nicht daran erinnern, dass sie Teil davon war, weil sie halt auch früh weggezogen ist. Und ich dann auch irgendwann den Freundeskreis gewechselt habe und irgendwie hat sie es dann so total verloren. Und da sieht man einfach mal wieder, was Schicksal ausmachen kann, dass wir uns einfach über Bookstagram wieder über den Weg gelaufen sind. Ja, das war lustig. Da man in der Elternzeit und im Lockdown natürlich dann auch sehr, sehr viel Zeit hat, die man totschlagen muss, war es natürlich auch so, dass man viel zum Lesen kam.
je nachdem, wie Maler es eben zugelassen hat. Zeitweise habe ich dann auch sehr viel nachts gelesen, weil meine Tochter einen komplett verdrehten Tag-Nacht-Rhythmus hatte. Aber deshalb habe ich auch so viele E-Books dieses Jahr, glaube ich, gelesen. Aber zu meinen Zahlen 2021 kommen wir am Ende des Videos. Ich möchte jetzt erstmal so mein Jahr mit euch Revue passieren lassen. Und dann zum Grand Finale mit meinen Zahlen kommen. Ja, ich habe im ersten Quartal oder im ersten Halbjahr sehr, sehr viel gelesen. Sei es jetzt E-Books oder Taschenbücher oder. Und ich habe auch viel gebastelt. Einige wissen es vielleicht, dass ich auch einen Etsy-Shop habe, der leider wegen Elternzeit auf Eis gelegen hat ein Jahr, weil das bei uns in Deutschland ja ein bisschen blöd geregelt ist. Sobald du nur 1 Euro neben deinem Elterngeld verdienst, kriegst du den direkt vom Elterngeld wieder abgezogen. Und da ich mich einfach auf mein Kind konzentrieren wollte, habe ich gesagt, gut, dann mache ich ihn zu, weil ich sehe es nicht ein, dass ich für irgendwas arbeite, um Geld zu verdienen, um es an anderer Stelle gekürzt zu kriegen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe den Job ein Jahr auf Eis gelegt. Da hat sich dieser Lockdown und diese Elternzeit natürlich auch angeboten, für den Neustart im Juni ein bisschen was vorzuproduzieren. Habe ich natürlich auch getan. Und so sind auch super, super viele neue Produkte entstanden. Und was auch in dieser Zeit entstanden ist, quasi in der Zeit von Januar bis Juni, ist mein Buch. Ich habe den Lockdown und Corona und die Elternzeit genutzt, um mein Buch zu schreiben. Ich hatte schon seit, ich weiß nicht wie lange, eine Idee in meinem Kopf, so eine Geschichte, die einfach raus wollte, aber ich nie die Zeit hatte, sie wirklich zu schreiben, mich hinzusetzen und zu sagen, so, du schreibst das jetzt. Ja, was soll ich sagen? Im Juni wurde meine Tochter ein Jahr und am gleichen Tag hat mein zweites Baby, mein Buchbaby, das Licht der Welt erblickt. Love Me Girl gibt's überall im Handel. Also wer es noch nicht wusste oder wer Lust hat, es zu lesen, der darf das natürlich gerne tun. Es ist ein New Adult Roman. Es geht um ein Mädchen, das eine schlechte Erfahrung mit ihrem Freund gemacht hat und deshalb den Männern ein bisschen abschwört. Aber natürlich gibt es da den einen, der versucht, ihr Herz zu erobern. Ob es ihm gelingt, we will see. Aktuell sitze ich auch seit Oktober ungefähr an Band 2 und ja, hoffe, dass ich den in den nächsten 1-2 Monaten abschließen kann, weil dann die Leipziger Buchmesse ist und ich schon mit BOD gesprochen habe, über die ich mein Buch vertreibe, ob ich da vielleicht einen Platz auf der Messe ergattern kann. Ja, mit Autogrammstunde und allem drum und dran. Aber dazu kommen wir im hinteren Teil des Jahres. Im Juni ging dann auch so quasi der Ernst des Lebens wieder los. Ich habe mein Buch auf den Markt gebracht, Maler wurde ein Jahr und das heißt, ich musste auch wieder arbeiten gehen. Das war am Anfang gar nicht mal so schön, weil ich Maler dann ja auch zur Eingewöhnung bringen musste und das hat vorne und hinten nicht geklappt. Das war eben dieses Corona-Ding. Wir haben nur zu zweit zu Hause gesessen und ja, sie war es einfach gewohnt, mit Mama zu spielen und ja, das hat sich dann ungefähr 6 Wochen gezogen und dann wurde es besser. Und ich konnte dann auch wieder entspannt arbeiten gehen und es hat auch wirklich gut, mal dann 5 Stunden am Tag nicht Mama zu sein oder 6 Stunden, je nachdem. Das hat auch meiner Kreativität sehr gut getan. Ich habe dann so ein bisschen durchschnaufen können, auch wenn ich arbeiten war, tat es einfach gut, mal was für mich zu machen. Und dann ist auch so nach und nach wieder der Wunsch entstanden, YouTube zu machen. Ich hatte das aus persönlichen Gründen ja Ende 2018 auf Eis gelegt, weil ich einfach gucken musste, okay, es wird jetzt einfach alles zu viel, was streichen wir? Und da musste halt leider YouTube für den Moment dran glauben. Ja, aber dann im August
bin ich dann wieder online gegangen. Ich habe den ganzen Juli Videos gedreht, je nachdem, wenn Maler halt bei ihrem Papa war, und habe gesagt, so, ich habe jetzt wieder Bock. Und ich glaube, am 12. August habe ich das erste Video wieder hochgeladen. Das erste ist tatsächlich sehr spontan gewesen. Ich hatte im Juli nur Videos vorbereitet, aber habe so dieses erste Hallo, ich bin wieder da Video nie gedreht, weil ich dachte, nein, dann, wenn es losgeht, dann musst du das drehen, ansonsten ist es nicht authentisch. Ja, und seitdem bin ich wieder da. Ja, und habe auch seitdem sehr, sehr viele neue Menschen kennengelernt. Also, hallo erstmal an alle. Danke, dass ihr da seid. Danke, dass ihr euch meine Videos anschaut, weil ohne euch, ja, wäre das alles hier nicht machbar. Im September hatte ich dann so ein bisschen Struggle mit meiner Gesundheit. Ich hatte irgendwie in kürzester Zeit 4-5 Kilo zugenommen, obwohl ich meine Ernährung nicht umgestellt hatte. Ich war dauernd müde, ich war wirklich am Boden, und das lag nicht dran, dass Maler nachts 5-6 Mal aufgestanden ist, sondern ich habe einfach gemerkt, irgendwas stimmt mit mir nicht. Ich bin dann zum Arzt gefahren, habe gesagt, ja, so und so sieht's aus. Dann wurde mir Blut entnommen und wurde geguckt, ob da was zu finden ist, was vielleicht darauf zurückführt, dass ich so müde bin und dass ich so platt bin und dass es mir nicht gut geht. Und dann haben halt diverse Werte nicht gestimmt. Dann musste ich nochmal zum Ultraschall, zum Radiologen, und dann hat sich halt herausgestellt, dass ich einen Knoten in der Schilddrüse habe und der anscheinend für das Ganze drumherum verantwortlich ist. Ich muss jetzt halt verschiedene Medikamente nehmen, und das dauert eben eine Zeit, bis sich das richtig eingependelt hat, bis ich richtig auf diese Medikamente eingestellt bin. Und das schlägt sich halt natürlich dann auch direkt wieder aufs Gewicht aus. Und da hat er mir auch direkt gesagt, mach dir keinen Kopf, das wird auch wieder besser. Aber das kann passieren, und es ist auch passiert. Ich habe, glaube ich, nach der Schwangerschaft 12 Kilo abgenommen. Ja, einen guten Teil davon habe ich wieder drauf, obwohl ich nichts verändert habe. Aber that's life. Wir versuchen das in den Griff zu kriegen, und mehr können wir halt leider auch nicht machen. Dann ging es in den Herbst hinein. Im Herbst stand dann quasi die Buchmesse Frankfurt an. Ich hatte Karten dafür, ich wollte hingehen. Dann kam aber eine neue Corona-Welle, ihr wisst es, und hat das Ganze so zunichte gemacht. Wir haben dann gesagt, nein, es ist uns zu viel Trubel auf dieser Messe, aber wir fahren trotzdem nach Frankfurt. Es sind ja so viele Buchblogger vor Ort. Und dann haben wir gesagt, wir, das sind Tatjana und ich, hier aus dem Saarland, wir fahren hin, wir treffen uns mit 3-4 Buchbloggern, die wir halt gerne mögen, und machen einfach so ein bisschen Bummeln in der Stadt, waren dann auch zusammen Bücher shoppen, wie soll es auch anders sein, und waren dann abends noch schön was essen. Und haben einfach gequatscht und die Zeit genossen und uns ausgetauscht und neue Freundschaften geknüpft. Ja, es war sehr schön. Das war wirklich ein sehr, sehr schöner Tag. Und das war auch der erste Tag, wo ich wirklich gedacht habe, ja, das ist es. Das ist wie eine Familie. Ich meine, klar hat man sich über Bookstagram mit so vielen Leuten connected und sich auch schon teilweise getroffen. Aber so dieser Tag, das war einfach so, da ist so viel auf mich eingeprasselt. Und ich dachte, wow, Bücher verbinden einfach Menschen. Und ach ja, ich weiß, also der Gedanke ist mir halt während der Fahrt gekommen auf dem Rückweg, als ich so total müde nach Hause gefahren bin, habe ich mal halt so den Tag Revue passieren lassen, und es war einfach schön. Außerdem war im Oktober die MagicCon, die erste Convention, auf der ich damals war und die ich mittlerweile, ich glaube, im 12. Jahr besuche. Ja, mit meinen Mädels fahre ich da jedes Jahr hin. Das ist halt so eine Art Fantasy-Convention. Damals ging es los mit Twilight und Harry Potter, und heutzutage sind es halt so Fandoms wie natürlich immer noch Harry Potter und Co., aber auch Outlander oder True Blood, Legend of the Seeker und. Herr der Ringe natürlich ganz weit oben. Früher hieß es Ringcon von Herr der Ringe. Heutzutage heißt es MagicCon, weil man dann einfach gesagt hat, wir holen das ganze Rimbamborium zusammen. Und
Ja, dort kommen Gaststars hin aus den verschiedenen Filmen und Serien, manchmal auch Autoren. Die Outlander-Autorin war schon da. Aber es kommen halt auch Darsteller, von denen man sich nie erträumt hätte, dass man diesen Mensch jemals im Leben trifft. Dieses Jahr zum Beispiel, also 2021, war der Darsteller von Gimli da, von Herr der Ringe. Und ja, wenn man mal denkt, Herr der Ringe, das ist so ein Riesen-Epos, so ein grandioser Film. Und du triffst einfach einen der Darsteller. Das ist so, ich weiß noch, wie ich das erste Mal da war. Und damals war Craig Parker da, der den Haldir spielt. Dann war Mark Ferguson da, der Gil-Galad spielt, der aber eigentlich rausgestrichen wurde. Laurie Dungey war da, die hat einen Hobbit gespielt, ein Hobbit-Mädchen oder eine Hobbit-Frau. Dann waren die Weasley-Zwillinge da, was ich schon Leute auf diesen Conventions getroffen habe. Draco Malfoy war da, Spartacus war da, Liam McIntyre. Ja, die ganzen Cast von Vampire Diaries, Damon, Stefan, Matt, die waren alle da. Also ich habe schon in meinem Leben so viele getroffen. Sam Weiss Gamgee von Herr der Ringe, mit dem ich sogar joggen war. Aus Versehen. Ja, also es ist einfach meine Familie. Man trifft dort so viele Menschen, die man schon seit Jahren jedes Jahr dort wieder trifft. Und es hat sich so eine richtige Con-Familie gebildet. Das ist einfach jedes Jahr aufs Neue wunderschön. Dann kommen wir in Richtung November. Da stand eigentlich meine erste Lesung an. Hier bei uns im Kindercafé hat mich die Besitzerin angeschrieben oder angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, mein Buch dort vorzustellen in der Lesung, weil ich ja sowieso sehr oft dort ein- und ausgehe. Es ist halt einfach schön, man kann sich hinsetzen und kann mit anderen Muttis babbeln und kann die Kinder einfach spielen lassen in einem entspannten Ambiente. Ja, dann kam natürlich eine neue Corona-Welle und dann haben wir gesagt, ja, wir schieben es einfach aufs neue Jahr. Vielleicht lese ich dann auch aus Band 2 und nicht aus Band 1. Das werde ich noch sehen im neuen Jahr. Wir wissen ja noch nicht, was das neue Jahr bringt. Aber es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass sie mich gefragt hat. Außerdem gibt es noch ein Café bei meiner Mutter im Ort, wo ich gegebenenfalls auch mal lesen dürfte. Da hatte ich schon mal mit der Besitzerin kurz gesprochen. Aber ja, ich bin schon gespannt, ob das alles im Jahr 2022 realisierbar ist. Dann habe ich im November auch meine Wohnung renoviert. Mich hat das irgendwie alles genervt, hier in meinem Wohnzimmer, dass ich kein richtiges Bücherregal habe. Und dann habe ich auf so einer Spontanaktion, so eine Julia-Spontanaktion beschlossen, ich renoviere jetzt mein Wohnzimmer. Ich habe keinen Bock mehr. Ja, dann ist diese cremefarbene Wand plötzlich bärenfarben gewesen. Ich weiß, auf der Kamera sieht sie braun aus. Diese beiden Wände waren vorher cremefarben, die sind jetzt weiß. Und die Wand quasi, auf die ich gucke, die war vorher dunkelbraun und jetzt ist sie auch weiß. Und ich drehe euch mal kurz. Hier steht jetzt ein großes Bücherregal. Ta-ta-ta-ta. So, jetzt muss ich mich nochmal gerade stellen. Ja, das Bücherregal hat mir der Mann einer lieben Bookstagram-Freundin aufgebaut, weil Bookstagram verbindet. Ja. Und hat dafür gesorgt, dass ich endlich mein Glück gefunden habe. Mein Glück, was das Buchige angeht, gefunden habe. Im Dezember ging es dann Step by Step auf das Ende meiner Challenges zu. Ich hatte mir vorgenommen, die 21 für 21 Challenge zu rocken und Anfang Dezember ist mir dann aufgefallen, da fehlen aber noch so einige Bücher. Da solltest du dich jetzt mal ranhalten, wenn du das noch schaffen willst. Ja, gesagt, getan. Ich habe wirklich gelesen. Ich hatte Gott sei Dank auch die Zeit dafür, weil ich schon ab Mitte Dezember Urlaub hatte. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt zu meiner 21 für 21 Liste, zu meiner Buchstatistik etc. etc., wofür ihr vermutlich auch eingeschaltet habt. Ich habe hier mein schlaues Buch. Da ist mein Leben drin, mein buchiges, mein Bookjournal 2021. Da habe ich auch meine Lese-Challenge eingetragen und meine 21 für 21 Liste. Und ich lüfte jetzt das große Geheimnis. Habe ich es geschafft? Habe ich es nicht geschafft? Was denkt ihr?
Ich habe es geschafft. Aber wirklich auf Biegen und Brechen auf die letzten Meter. Ich habe, okay, ich habe es eigentlich zu 99,9% geschafft. Ich hatte nämlich noch 44 Seiten zu lesen in meinem letzten Buch und habe das nicht mehr geschafft, bevor an Silvester mein Besuch da war. Das heißt, die restlichen 44 Seiten habe ich am 1. Januar gelesen. Aber ich denke, ja, das zählt trotzdem als geschafft. Und nach Beenden dieses letzten Buches von meiner 21 für 21 Liste habe ich insgesamt im Jahr 2021 111 Bücher gelesen. Eine schöne Schnapszahl und ich hätte, glaube ich, auch den Gedanken nicht ertragen, wenn es eins mehr oder eins weniger gewesen wäre. Es ist bescheuert, ich weiß, ich habe sie manchmal nicht alle, was sowas angeht, aber es ist einfach so. Ja, 111 Bücher, ich lese es euch vor, bestehend aus 46.573 Seiten. Ich habe im Jahr 2021 auch zwei Bücher abgebrochen. Davon habe ich euch aber in meinem Tops und Flops Video erzählt. Ich weiß nicht mehr, ob es bei meinen Highlights oder bei meinen Flops war. Ich glaube, bei meinen Flops. Bin mir aber nicht mehr sicher. Ich recherchiere das und verlinke es euch dann hier oben. Und ich habe von diesen 111 Büchern sage und schreibe 33 Buddyreads zu verzeichnen gehabt. Das heißt, von diesen 111 Büchern habe ich 33 mit anderen tollen Buchmenschen gelesen. Und vielen Dank für jeden einzelnen Buddyread. Ihr habt mich zum Lachen gebracht, ihr habt mich zum Weinen gebracht. Ihr seid einfach grandios. Insgesamt habe ich im Jahr 2021 auch 33 Rezensionsexemplare gelesen. Die waren, auch wenn es die gleiche Zahl ist, nicht immer Buddyreads, sondern viele davon habe ich auch einfach nur für mich gelesen. Außerdem habe ich für jedes gelesene Buch 2 Euro in mein Sparschwein geworfen. Und jetzt wollen wir mal gucken, was am Ende des Jahres rumkam. Zusätzlich zu den Sparbüchern oder den Münzen für die gelesenen Bücher habe ich auch einmal ausgemistet und habe ein paar Bücher auf Rebuy verkauft. Und insgesamt sind somit in mein Sparschwein gewandert 240 Euro. Ja, davon werde ich vermutlich neue Bücher kaufen für das neue Jahr. Das ist sehr gut möglich. Außerdem habe ich jetzt ein neues Bookjournal, zwar von Lieblingsautor, bestellt. Wer die Seite noch nicht kennt, Lieblingsautor ist eine Seite, wo ihr auch signierte Bücher bekommen könnt, die euch direkt vom Autor zugesendet werden. Hauptsächlich besteht nämlich der Autorenstamm, nenne ich es mal, aus Self-Publishern und manchmal kommen auch kleine Verlage und reihen sich in die Riege ein. Aber ihr habt halt einfach dort die Möglichkeit, super viele signierte Bücher von Self-Publishern zu bekommen mit super vielen Goodies und Co. Also schaut auf jeden Fall mal dort vorbei. Ihr könnt dort sogar mein Autorenlogo auf eine Tasse drucken lassen etc. Das habe ich denen nämlich auch zur Verfügung gestellt. Und Love Me Girl gibt es auch dort. Ihr Lieben, das war mein Jahresrückblick 2021. Ich hoffe, euch hat nicht nur die letzte Statistik interessiert, sondern auch das, was ich euch vorher erzählt habe. Es ist jetzt wieder ein bisschen ausgeartet, es sind jetzt schon wieder fast 30 Minuten. Aber ja, es fällt mir manchmal schwer, mich kurz zu fassen. Ihr kennt es. Es wird auch im neuen Jahr nicht anders werden. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall einen wundervollen Start ins neue Jahr. Hoffe, dass alle eure Wünsche und Sehnsüchte in Erfüllung gehen, dass ihr gesund bleibt, das ist nämlich das Allerwichtigste, und dass es euch gut geht. Ja. In diesem Sinne verabschiede ich mich für heute und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!